Okay, nochmal. Das gibt's doch nicht, oder? Sag mal, das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht mehr schaffe, oder? Versuchen wir mal was anderes. Und, ach du Scheiße. Also so viel Klebeinig sind wir da jetzt nicht mehr. Und jetzt dürfen wir wieder rutschen und... Nee, jetzt kommen sie schon wieder und wie sehen sie? Und Faith, wenn du dich 2 Sekunden länger dran festhältst, dann bist du tot. So, und super, jetzt hat sie es auch noch geschafft, dass wir... Okay, damit hätte der Runner nicht gerechnet. Aber trotzdem schlägt er uns. Und wir schaffen es durch eine kleine Ablenkung, ihn nicht loszuwerden, sondern nur für eine ganz kurze Zeit zu entfernen. Und wir müssen jetzt unbedingt schauen, dass wir da hochkommen. Also das ist echt... Wir müssen jetzt versuchen, so schnell wie möglich da hochzukommen. Und sind drauf und... Oh, jetzt hat uns ja einer wieder runtergekickt. Hallo. Wir wollten darauf. Das hat lange gedauert. Wir haben viel Zeit gebraucht, um bis dahin überhaupt zu kommen. So. Also noch einmal. Rennen und springen und... Jetzt ist schon wieder daneben gegangen. Ach, super. Also noch einmal. Sag mal, es kann doch nicht... Au. Hallo? Das ist aber nicht so auf nette Nachbarschaft hier. Naja. Aber es kann doch nicht nur diesen einen Weg geben. Der ist doch viel zu blöd. Gibt's nicht einen anderen Weg? Zum Beispiel den hier, von dem ich noch gar nichts wusste. Ja, also den nehmen wir doch gleich. Wenn er alternativ ist, wenn er funktioniert, warum nicht? So, hier runter. Und hier wieder irgendwie nicht drüber. Denn, wow, wow, wir werden fast abgestürzt und müssen da doch drauf. Und jetzt versuchen wir einfach durch diesen Sprung ins zu retten. Aber ich weiß nicht. Ist das unser rettender Sprung schon? Das wäre jetzt aber ein bisschen einfach. Naja, rennen wir. Und da ist wieder ein rettender Aufzug. Mit der tollen Musik. Und irgendeine City hier. Secure and Rally Table. Irgendwas. Und wir sehen, die Werbung hat überhaupt keinen Sinn. Wie heutzutage. Wird sie auch im Jahr 2020 keinen Sinn haben. Tür auf. Und jetzt hier runter und wir versuchen natürlich weiterhin zu fliehen. Wir müssen das Gewehr woanders deponieren. Genau deswegen müssen wir weiterhin fliehen. Super. Da wollten wir gemütlich irgendwie ein Gewehr platzieren und wollten einfach wild durch die Gegend schießen, aber nein, das geht nicht. Und hier einfach runterlassen und jetzt versuchen irgendwie da durchzukommen. Ah, da kommt jemand. Ich glaube, da können wir mal schnell das Gewehr abnehmen. Entschuldigung, ich muss mir hier nur kurz dein Gewehr ausleihen. Komm, ganz kurz. So, wo ist die? Oder der? So, gib mir dein Gewehr, komm. Okay. Diese Gewehrausleihaktion war sinnlos und wir sind draufgegangen. Also haben wir jetzt noch einen Versuch. So, wäre auch blöd, wenn man aufs erste Mal raufgehen würde, dann wäre es ein bisschen schwierig. So, das Gewehr hätten wir schon mal sicher. Und da kommen sie ja schon. So, weg mit dir, Runner. Und jetzt den nächsten das Gewehr abnehmen. Entschuldigung, ich muss es mir nur kurz ausleihen. Nimm's mir nicht übel. Nimm's nicht persönlich. Und der Runner ist leider schon hinter uns. Und leider wird es ein bisschen schmerzhaft enden, wenn wir das nicht schaffen, hier den Runner schnell... Ach, so, jetzt haben wir die Runner nicht mehr am Rücken. Jetzt können wir auch gemütlich hier hochklettern. Das wäre ein bisschen schmerzhaft ausgegangen, wenn wir das jetzt nicht geschafft hätten. So. Craig wird das Gewehr im Inneren des CCC-Gebäudes deponieren, gleich um die Ecke. Und da wird so gute Sicht. Ah, ich glaube, wir müssen jetzt durch eine totale Baustelle durch. Und hier ist auch das mit diesem Baustellen-Lastenaufzug, wo ich meinte mit dem komischen Gewehr. Ist dann so ganz komisch, also nee, mit dem Holzding, diesem komischen Holz. Hier sieht man nämlich diesen Holzstapel am Kran hängend und auf den zu kommen ist halt die Schwierigkeit. So, und schaffen wir es? Leider haben wir es nicht geschafft. Okay, alle guten Dinge sind 2, wie wir ja wissen. Und deswegen klettern wir jetzt hier drüber und hier drauf und wie auch immer. Wir versuchen jetzt einfach hier irgendwie durchzukommen und schauen einfach mal,
Da dürfte es doch lang gehen. Und jetzt drüber und wieder rüber und was auch immer wir machen müssen. Wir schaffen es auf jeden Fall und rennen jetzt drüber und schauen, dass wir auf diesen komischen Lastenaufzug kommen. Denn der ist jetzt richtig wichtig und wenn wir den nicht packen, dann würden wir wieder fehlen. Aber wir haben es ja geschafft zum Glück. Also springen wir runter und rollen uns ab und schlagen die Tür komisch ein. Mit einem kleinen Bug, den wir ausnutzen. Oh, wir betreiben Bug-Using. Und da gibt es die komische Nowstream Energy und die Daily City. All the news you need. Da waren wir doch auch schon in dem Gebäude, wenn ich mich recht erinnere. Das war in der ersten Aufnahmesession, wo wir... Das war in der ersten Aufnahmesession, meinte ich. Und wir laufen jetzt in dieses komische Atrium. Und wie ich sagte, es ist eine Baustelle. Und in dieser werde ich wahrscheinlich auch häufiger failen, weil die ist schon ein bisschen schwieriger. Also das ist schon eine... Ich finde schon eine recht schwierige Aufgabe hier, was teilweise auch nicht ganz offensichtlich ist. Ich weiß zwar die Wege, aber sie sind auch nicht ganz einfach angelegt. So, wir schwingen uns hier rüber und wie war das hier nochmal? Muss ich nochmal schauen. Schauen wir mal von der anderen Seite, ob ich jetzt den Weg finde. So. Ah, okay. Wir müssen auf dieses komische... Wir müssen auf diese komische Brett da springen. So. Dann laufen wir einfach mal Wallrun und springen und halten uns dort fest. Und hier ist es auch einfacher, wenn man stirbt, weil sonst muss man den ganzen Scheißweg wieder nach oben klettern. So, wir rennen nochmal dagegen. Und diese Wallruns hier sind nicht ganz toll. Okay, hier gibt's nichts. Gut, vielleicht müssen wir auch... Warte mal, vielleicht... Ah, okay, wir müssen dagegen rennen. Dann rennen wir doch einfach dagegen und springen drüber. Und ja... Ich habe das Mikrofon gerade ein bisschen weit weg gehabt. Jetzt Wallrun rüber und drauf und wir rennen wieder und fallen nach unten. Zum Glück sterben wir sonst. Ja, sonst müssen wir den ganzen Scheißweg wieder nach oben klettern. So, noch einmal und rennen und noch einmal rennen und runter. Gut, wir haben es geschafft. Wir dürfen jetzt hier irgendwie komisch... Ah, hier war es nämlich auch wieder mit Wallrun und Wallrun-Kombi. Und... Okay, jetzt hoffentlich sterben. Gut, wieder gestorben. Das ist ja unser Ziel. Und wir dürfen leider wieder hier an diesen Betonpfeilern spawnen. Und der war jetzt richtig scheiße. Also das war jetzt echt scheiße. Ich werde hier keinen Speed reinmachen, weil es sich nicht lohnt. Einfach aus dem Grund... Eben jetzt hier diese ganzen Faces, da müsste ich hier einen Speed machen. Da müsste ich wieder normal zeigen. Da müsste ich wieder, da müsste ich beim nächsten Fail wieder Speed machen. Und so weiter. Und das wäre einfach zu umständlich. Und ich denke, es lohnt sich auch nicht, dieser Aufwand. Und eben deswegen denke ich einfach, wie ich jetzt diese Folge mache, einfach so in originale Länge, als es am besten ist. Und es wird, glaube ich, eine der wenigen Ausnahmen sein. Hier springen wir und nicht drauf springen, sondern wir müssen hinten drauf und rüber und dürfen wieder an diese komische Ding rennen. Komische Ding, wie auch immer. Jetzt hier einen sauberen Wallrun anlegen, den wir leider nicht hinkriegen. Und jetzt einfach nur noch umbringen lassen, weil jetzt lohnt es sich nicht mehr. Wir spawnen dann eh direkt vor dem Black Heart wieder. So, wir dürfen wieder in den Wallrun machen. Wir gehen ein bisschen, so gehen wir ran und springen und dann entgegen. So, wir laufen hier und schauen jetzt einfach mal, ob wir denn, wo müssen wir denn lang? So, wir haben hier ein bisschen Länge. Ah, okay, da drüben ist noch ein bisschen was und zeig mal, wo kann man denn da hängen bleiben? Okay, das ist ein bisschen komisch. Irgendwie müsste man dann den Fuß aufspießen und was weiß ich nicht alles. Das Gelenk verrenken und mir fällt sonst noch was Brutales ein. Aber naja, wenn es sein muss, springen wir einfach dagegen und jetzt werden wir fast wieder gefailt. Eigentlich ist ja mein Ziel, so wenig wie möglich zu failen, aber hier tue ich mir halt ein bisschen schwer. Wow, oh, Glück gehabt. Das war echt Glück. So, wir sind drauf und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier... Okay, lassen wir uns einfach in den Tod fallen. Denn was anderes kriegen wir nicht. So, wieder gegen das Plakat rennen. Als ob wir das nicht schon oft genug gesehen hätten, dürfen wir auch wieder hier den Wallrun ansetzen. Und natürlich dürfen wir hier
springen und ich bin an der Lampe festhängen geblieben oder wie auch immer. Wundert mich eigentlich, weil ehrlich gesagt müsste man sich ja da voll die Birne anstoßen und eigentlich würde man da ja nicht hängen bleiben. Okay, versuchen wir es einfach nochmal. Ja, okay, ich glaube, das hat jetzt funktioniert. Jetzt ein Wallrun und yes, jetzt hat's geklappt. Und hier wieder dagegen und jetzt da drauf. Wir müssen doch hier dagegen rennen. Okay, dass das jetzt nicht geht, das wundert mich aber. Ah, okay, jetzt hat's doch irgendwie geklappt. Und jetzt, müssen wir da hinten lang? Ach, gehen wir einfach mal da hinten lang. Weil viel passieren kann ja nicht. Ich glaube, ich nehme doch lieber die sichere Methode des Wallruns. Gehe ich lieber ein bisschen daneben. In der Nähe müsste ein Lüftungsschacht. Okay, also die Mission habe ich so schnell auch noch nicht geschafft. Wir müssen jetzt hier durch diesen Lüftungsschacht mit einer lockeren Framerate, die das alles gechillt nimmt. Mann, die Ratten hier werden echt riesig. So, wir schauen einfach, dass wir hier durch den Lüftungsschacht möglichst schnell an unser Ziel kommen. Denn wir wollen ja uns hier nicht unnötig lange aufhalten. Mann, ich hab nicht für die flüchtigen Hirn nie auf. Wo ist da die und eine Ratte. Definiere interessant. Framerate. Hallo Framerate. Ich bin auch noch da. Okay, dass die heute ein bisschen spackt, das wundert mich eigentlich, weil normalerweise macht sie es ja wie gesagt nicht. So, hier müssen wir durch, oder? Okay, sah gerade ein bisschen so aus, als müssten wir hier durch. Naja, schauen wir einfach mal, vielleicht gibt es einen alternativen Weg. Ah, dann leuchtet jetzt auch schon hellher. Dann klettern wir einfach da mal nach oben. Oh, die Sonne blendet schon ein bisschen. Aber was soll's. Gehen wir hier durch. Und drauf, wir sind wieder in einer anderen Etage. Und hier müsste auch das Gewehr stehen. So. Einfach hier rüber balancieren. Und diesmal nicht in Zeitlupe. Man sieht, es ist ein... Also ich tue mir da auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Und schwankt da auch viel mehr. Naja, aber was soll's. Denn wir brauchen das ja nur kurz. Und springen hier schon runter. Siehst du das Gewehr? Geh da hin und nimm den Konvoi ins Visier. Du musst einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Versuch's mit dem Motor. Ich schalte dich in den CPF-Kanal des Konvois rein. Okay. Connors Konvoi, wie ist Ihr Status? Ende. Sieht gut aus, der Weg ist frei. Ich mich frage, ob man zivile Personen snipen kann. Aber das probiere ich jetzt lieber nicht aus. Es kommt ja gleich der Konvoi. Es wird spannend. Werden wir es schaffen? Okay. Und hier mal versuchen, den Bauarbeiter... Okay. Man kann keine zivile Personen snipen. So, Framerate, wir brauchen dich jetzt, gerade jetzt. Bitte verlass uns nicht. Gut. Gerade jetzt macht sie so oft Probleme. Mich wundert es auch ein bisschen, deswegen schauen wir jetzt einfach, dass wir das möglichst gut rüberbekommen mit möglichst vielen Frames. Das sieht jetzt etwas gefährlich aus. Und da ist ja auch schon der Erste hier. Entschuldigung, ich muss mir kurz deine Waffe ausleihen. Komm. Du gibst sie mir doch sicher freiwillig. Also, da haben wir sie. Und jetzt, wow, dass der schon so nah ist. So, Waffe weg. Neue Waffe aufnehmen. Und jetzt dürfen wir rennen und Wallrun und was weiß ich noch alles. Und das Geile ist, mit dieser Waffe kann man Wallrun machen. Wir nehmen jetzt einfach die Waffe. So, hat geklappt. Und jetzt einfach dem seine, weil Munition ist hier sehr wichtig. Also, ist wirklich oberste Priorität, dass wir genug Munition haben. So, jetzt schauen wir einfach mal hier, Junge, du wolltest doch noch, genau, Dual Machine Gun, ja, eine Maschinenpistole, mit der kann man leider kein Wallrun machen, oder sonstiges, aber sie ist trotzdem gut, also schauen wir einfach mal, dass wir den da unten schon mal erwischen, so, und irgendwas trifft uns da immer noch hart, aber wir überleben alles, wie es schon bekannt ist, so, und da ist der nächste schon, hallo, du wolltest auch noch ein bisschen Kugeln haben. So, wie gesagt, jetzt hat er sie. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Wo ist er? Ah, da haben wir ihn, ja. Also. Hier, schau mal. Da habe ich was für dich. So, und wo war jetzt der Ausgang? Der war nicht da drinnen. Da war er auch nicht. Hm, ich muss kurz überlegen.
Hier schaut es auch nicht nach Ausgang aus. Ah, hier drüben. Ah ja, okay, hier durch.